meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ganz romantisch aus dem Auto, denn ich bin schon unterwegs. Wir haben heute Freitag, den 22. Februar 2019. Ich kaufe gerade noch ein paar Kleinigkeiten ein. Morgen ist ja unser großer Umzug. Ich bin schon richtig aufgeregt. Wir friemeln ja die ganzen Tage jetzt schon so ein bisschen hin und her. Also meine Schwiegermutter ist seit gestern da und unterstützt uns echt tatkräftig. Die hat gefühlt schon die ganze Wohnung zerpflückt und hat gesagt, komm, wir packen jetzt Kisten und machen. Und die wird am liebsten schon alles rübertragen. Wir haben schon Angst, dass die Leute morgen gar nichts mehr zu tun haben, die uns helfen. Aber ich dachte mir, ich nehme euch heute mal durch so einen kleinen Mini-Vlog mit, um euch zu zeigen, was sich in der neuen Wohnung vielleicht schon getan hat. Klar, wir bauen da jetzt nicht total um, aber wir haben neue Farben an die Wände gebracht und ja, Möbel stehen noch nicht. Aber ich kann euch das jetzt alles ein bisschen besser erklären, wo was hin soll. Und wenn ihr Lust darauf habt, mich in meinem schwangeren Umzugs-Mini-Vlog-Alltag zu begleiten, dann seid gerne dran. Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life. Ich war jetzt gerade im Rossmann. Ich blende jetzt übrigens die ganze Zeit Dauerwerbesendung hier ein, weil immer irgendwelche Marken zu sehen sein werden, auch wenn es keine Kooperationen sind. Aber ne, man muss sich hier absichern. Ich war gerade im Rossmann, weil Maxi momentan zum Frühstück mega gerne Müsli isst. Wirklich, er liebt es über alles. Ich frage ihn jeden Morgen, möchtest du eine Stulle oder ein Brötchen oder Müsli? Er sagt immer Müsli und dann sagt er immer schon Mami Lätzchen, ne? Weil bei dieses Milchgeschlabber, da braucht er auf jeden Fall ein Lätzchen. Und dann musste ich für Nachschub sorgen. Und dann habe ich noch so ein, zwei Kleinigkeiten gefunden. Das zeige ich euch jetzt auch gleich. Und dann muss ich hiernach noch zu Aldi schon ein paar Sachen für morgen kaufen. Denn es gibt natürlich für unsere fleißigen Hälfte auch was zu essen. Ne? Weil sonst hat man ja keine Energie. Es wird Kartoffelsalat geben. Es wird Buletten geben. A la Papa. Also mein Papa, der macht einfach die besten Buletten. Und die gibt es morgen. Ich wollte noch ein paar Wiener Würstchen kaufen dazu. Und dann gibt es morgen noch Gulasch. Das bringt mein Schwiegerpapa mit. Also von allen Seiten bekommen wir jetzt Hilfe und es ist sehr, sehr schön. Jetzt zeige ich euch mal, was ich gekauft habe. Auf jeden Fall habe ich hier von Hip die Frühstückskringel gekauft. Die mag Max sehr gerne. Die sind ohne zusätzlichen Zucker. Die haben halt nur diesen Fruchtzucker drin. Ne? Und die liebt er. Die sind aus 88% Getreide und der Rest sind wirklich Säfte oder Fruchtkonzentrate. Die mag er ganz doll gerne. Die ist da zum Teil auch pur. Also lege ich ihn manchmal auch in seine Frühstückssoße mit rein. Und dann, was momentan sein Highlight ist, sind die getrockneten Blaubeeren und Äpfel von den frechen Freunden. Die suchtet er über alles. Meine Eltern haben ihm die mal mitgebracht und seitdem möchte er nur noch die. Und die kriegt er auch so zwischendurch und die mache ich aber auch mit ins Müsli mit rein. Das findet er total geil. Die fischt er immer als erstes raus. Und davon habe ich gleich zwei Packungen mitgenommen. Und dann haben wir noch einmal von den frechen Freunden Banane und Himbeere auch getrocknet mitgenommen. Das mache ich ihm, wie gesagt, immer mit so einem Müsli rein. Das findet er richtig, richtig cool. So eine Tüte kostet, glaube ich, 2 Euro. Das darf man gar keinem erzählen. Vielleicht versuche ich das in der neuen Küche auch mal selber zu machen. Aber die liebt er wirklich sehr. Und dann, ja, so zufällig, ne, wenn man dann halt mal so vorbeigeht, dann kommen einem so Sachen entgegen, die sagen, Mama, nimm mich mit. Und ich habe irgendwie so eine Tassenliebe momentan und dazu eine Rosa-Liebe. Beziehungsweise eine Rosé-Liebe. Ich habe auch schon zu meinem Mann gesagt, ich kriege ja jetzt wieder einen Jungen und irgendwo muss ich ja mein Mädchendasein ein bisschen ausleben. Und da mein Mann ja gesagt hat, ich bin aber kein Mädchen, in der Wohnung wird nichts rosa, versuche ich jetzt so Stück für Stück rosafarbene Sachen in die Wohnung zu integrieren, ohne dass er es merkt. Ja, seht euch das hinbekomme. Und da habe ich hier diese coole Tasse gefunden. With Love. Mit so Herzchen drauf, auch in Gold teilweise. Und die Kombi aus Rosa und Gold gefällt mir eh ganz gut. Und innen drin ist die halt rosa, ne? Dann gab es noch so Fließdecken. Das ist in so einem Altrosa oder Rosé, würde ich sagen. Die soll für die Couch sein zum Einkuscheln jetzt im Sommer. Da braucht man ja nicht eine ganz dicke Decke. Die finde ich ganz toll. Und ich habe sowieso vor, das Wohnzimmer so ein bisschen grau und rosé zu dekorieren und noch ein bisschen silber. Also das ist mein Ziel. Gold möchte ich nicht mehr haben. Ich weiß auch nicht wieso. Das ist irgendwie, hat irgendwie ausgedient. Und deshalb wird die Deko so ein bisschen grau und silber und rosé sein. Und das ist so ein kleiner Farbtupfi. Das kriegt er gar nicht mit. Da kann er sich gar nicht gegen wehren, weil mein Mann ist ja auch sehr sparsam und der wird ja nicht die Decke wegschmeißen. Ne? Das wird ja nicht passieren. So, dann muss ich noch ein Paket wegbringen, weil bestellen kann ich ja immer sehr, sehr gut. Jetzt noch zu Aldi fahren, das darf ich auch nicht vergessen. Die Demenz schlägt schon wieder zu. Und ja, dann nehme ich euch mit in die neue Wohnung und zeige euch ein bisschen was.
Ich muss heute wirklich einen Gang zurückschalten. Ich habe gestern gemerkt, dass das wirklich zu viel ist. Wirklich. Ich habe gestern angefangen, meiner Schwiegermutter schon ein, zwei Kisten nach drüben zu tragen. Und da habe ich danach wirklich Unterleibsschmerzen bekommen. Und ich habe wirklich den ganzen Tag, obwohl ich schon vorsorglich relativ viel Magnesium genommen habe, wirklich wieder Wehen gehabt. Das zeigt einem immer wieder, okay, reiße ich jetzt mal wieder zusammen. Weil grundsätzlich fühle ich mich total fit. Ne? Ich fühle mich nicht, manchmal vergisst man fast, dass man schwanger ist, obwohl ich ja jetzt auch schon am Dienstag in die 28. Woche komme. Das war bei Max aber auch so. Da habe ich mich auch bis zum Schluss fit wie ein Turnschuh gefühlt. Und dadurch vergisst man das manchmal. Ne? Wenn man dann keine Wehen mehr hat, denkt man sich, ist ja alles gut. Aber dann wird man ganz schnell eines Besseren belehrt. Und ja, deshalb muss ich heute den Gang zurückschalten. Und deshalb mache ich jetzt heute halt so ein bisschen Einkäufe. Ich mache ein bisschen Essen. Ich packe Kisten, aber ich trage sie nicht mehr. Weil das möchte ich nicht. Ich möchte nicht im Beschäftigungsverbot sein, um letzten Endes im Krankenhaus zu landen, weil ich zu viel mit dem Umzug gemacht habe. Das geht einfach nicht. Da muss ich an unser Baby denken. Und ja, so, jetzt fahre ich aber erstmal los. Hallo, ich bin angekommen in unserer neuen Wohnung. Hinter uns sieht man schon, hier hat sich ein bisschen was getan. Ich zeige es euch aber gleich. Ich muss mich hier erstmal kurz auskühlen, weil jetzt ist mir dezent warm. Ich wollte euch das ganz kurz zeigen, weil das ist ja hier heute ein Mini-Vlog. Also zeige ich euch jetzt ein Mini-Haul, beziehungsweise ein Mini-Food-Haul. Und zwar für morgen habe ich ja schon ein paar Sachen besorgt. Da habe ich euch schon erzählt, was wir vorhaben, so zu kochen. Und da habe ich auf jeden Fall erstmal 4 Packungen Brötchen besorgt zum Aufbacken. Die kann man dann zur Gulaschsuppe essen. Ich habe jetzt überlegt, ob wir Nudeln dazu essen, aber nee, das ist alles zu viel Aufwand, glaube ich. Dann habe ich noch ganz viel gekauft. Man sollte niemals mit Hunger einkaufen gehen. Dann habe ich hier noch so eine Muffins gekauft. Hier mit dem Telefon meines Mannes. Einmal mit weißer Schokolade und zweimal mit brauner und mit Schmortis. Übrigens liegt hier alles rum, ne? Farbrollen, alles. Typisch für den Umzug, oder? So, dann habe ich hier noch einmal so eine Waffelgebäckmischung gekauft. Ich glaube, sowas sieht auch immer so ein Paket. Dann hier noch so Mini-Riegel, so ein Abklatsch von Twix und Co. Dann noch einmal Kinder-Countries, ne, für die Energie zwischendurch. Dann habe ich hier noch so, ich finde, die schmecken, ich persönlich finde ja, dass die sehr, sehr gut schmecken, so eine Stracciatella Rührkuchen gekauft mit Stracciatella. Dann einmal Bananen, ne, wenn jemand ein bisschen gesünderes Essen möchte. Pommes habe ich noch gekauft. Essen Leute ja auch immer gerne. Und was finde ich bei dem Umzug gar keinen Bock, gar keinen verfehlen darf, sind Mini-Schokoküsse. Genau, die habe ich auch noch gekauft. Die muss ich jetzt gleich erstmal alles verräumen. Ja, dann habe ich natürlich noch Wiener und Bockwurst in Übermaß gekauft. Die kann man hier mal fix kochen. Ich finde, das ist immer kein Problem. Ja, und dann noch ein bisschen Marmelade für Sonntag, weil wir haben natürlich dann auch noch ein paar Gäste, die von morgen bis Sonntag bei uns bleiben. Genau, das war's. Das war mein kleiner Mini-Food-Haul. Nein, stimmt nicht. Ich habe noch so eine Pastillen, so eine Minzpastillen für den guten Atem gekauft. So, das war's. Die Tüte ist leer. Das verräume ich jetzt schnell und dann zeige ich euch gleich die neue Wohnung. Ich hoffe, man hat hier nicht die ganze Zeit meinen offenen Hosenstall gesehen. Ich muss euch das mal zeigen. Das ist echt. Guck mal hier. Ich mache nämlich gerade hier, ich wollte gerade sagen, den Schlubbertrick, nee, den Gummitrick. Weil die Hose kriege ich nicht mehr zu. Ich habe übrigens heute rum wie im Frühling, guck mal. Die Hose ist ein bisschen kurz. Aber Sneaker sind gerade jetzt beim Umzug irgendwie ein bisschen bequemer. Aber es ist heute relativ kalt. Aber ich habe eine sehr, sehr kuschelige Jacke angehabt. So, ich räume das jetzt schnell weg und dann zeige ich euch, was hier passiert ist. Wir haben gerade noch beschlossen, eine kurzfristige, radikale Änderung zu machen. Das zeige ich euch auch gleich. Ihr wisst ja, dass das hier hinter mir eine grüne Wand war. Zumindest dann, wenn ihr meine Roomtour gesehen habt. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann klickt euch unbedingt mal rein. Ich verlinke sie euch am Ende dieses Videos. Und jetzt haben wir so ein Steinblau dahin gemacht. Ich zeige euch gleich mal die genaue Farbbezeichnung. Das interessiert ja immer viele. Und ich finde, das sieht so schön aus, gerade in Kombination zu dem Weiß. Ich gehe mal dich da ran. Der Fadi versteckt sich. Guck mal, ist das nicht eine schöne Farbe? So Babyblau mit einem Ticken Grau. Also jetzt nicht nur hellblau. Wisst ihr, was ich meine? Es sieht edel aus und trotzdem schön. Die Farbe ist von Alpina. Die ist übrigens top. Wir mussten bloß eine Schicht streichen. Wir haben natürlich vorher die grüne Wand noch einmal geweißt. Eine Schicht gestrichen und es reicht. Es deckt schon. Das ist die Nummer 16, die steinblaue Schönheit. Ein elegantes Blaugrau. Und wir in The Next Room. Das sind die sexy Beine meines Mannes. Wir sind im Schlafzimmer. Und wenn ihr euch noch erinnern könnt von der Roomtour, die Wand war grün. Die wurde einmal komplett geweißt.
Und jetzt kommen wir zum Highlight. Das ist die Wand, die ich in Roségold haben wollte. Da konnte ich meinen Mann überzeugen. Es wirkt wirklich so, wie Roségold einfach ist. Leicht bräunlich, aber auch minimal rosé und es schimmert halt so. Und ich war ja auf diesen Schimmer so scharf. Bei Instagram haben mich schon ganz, ganz viele gefragt, wie die Farbe heißt. Die Farbe ist von Style Color, heißt Roségold und gibt es bei Hornbach. Also bei anderen Bauwerken habe ich sie bisher nicht gesehen. Und an die Wand wird das Kopfende des Bettes kommen. Das ist Roségold mit so einem leichten Schimmer. Ich glaube, auf einer Wand, die jetzt ganz glatt wäre, würde es besser wirken als mit diesem Rauchfaser. Aber die Tapeten abreißen wollten wir auch nicht, ne? Und da unten, das ist natürlich alles noch abgeklebt. Das ist eine gerade Kante, ne? Das müssen wir alles noch abmachen. Ja, und ich habe bewusst auch nicht die ganze Wand streichen lassen, sondern jeweils immer Platz gelassen. Sieht, finde ich, einfach besser aus. Jetzt bin ich auf dem Flur. Hier hat sich ein bisschen was getan. Wir haben 100.000 Mal umher überlegt und umher geswitcht mit der Farbe. Wir hatten uns eigentlich eine Farbe gekauft, die war, da sollte so ein Mini-Touch-Rosé drin sein. Eigentlich sollte die Farbe fast weiß sein mit einem Mini-Touch-Rosé. Was war? Mein Mann hat die aufgetragen und es war Schweinchenrosa. Dann hatten wir aber noch eine Farbe zu Hause. Wie hieß die? Grau-Rosé? Mhm. Ein verträumtes Grau-Rosé, war auch von Alpina. Und ich zeige euch mal, wie doll rosa das aussieht. Ja, das sind die Abklebestreifen. Nicht wundern, die kommen natürlich noch ab, aber das ist selbst mir zu rosa. Das ist einfach zu viel. Und deshalb streicht mein Mann jetzt hier wieder alles grau, weil grau hatten wir noch. Und die Farbe deckt bisher sehr, sehr gut, sodass wir das wahrscheinlich nur einmal streichen müssen. Machst du ganz toll, mein Liebling. Ich habe dein Ohrschmuck drauf. Ist das schlimm? Ja. Toll. Guck mal, wie toll er das macht. Mhm. Die Männer haben richtig viel geschafft hier in der Wohnung. Und gefühlt die ganze Wohnung nochmal neu gestrichen, weil hier auch einige Stellen ausgebessert werden mussten. Ja, aber das Grau gefällt mir viel besser. Viel, viel besser als dieses Schweinchenrosa. Gestern sah das aus wie ein schönes Altrosé oder so, aber heute gefällt es uns leider gar nicht mehr. Deshalb wird das jetzt grau. Ich will euch ja nochmal kurz zeigen, wo ich gerade im Wohnzimmer stehe, wo wir was stellen wollen. Das war ja die Wand, die ich euch auch schon gezeigt hatte. Da vorne kommt die Couch hin. Dann hier in der Ecke kommt so ein Vitrinenschrank hin, den haben wir uns bei IKEA letztens gekauft. Dann noch links an die Wand so ein kleines, schmales Bücherregal, was wir gerade schon zu Hause haben. Und hier auf die Seite kommt dann die TV-Kommode, beziehungsweise diese kleine, flache Kommode. Genau, so sieht's aus. Und hier hinter über die Couch kommt dann halt auch wieder das Bild, was wir jetzt auch haben. Genau, das kann ich euch auch mal zeigen, aber ansonsten passiert hier im Wohnzimmer nichts. Die graue Farbe bleibt, weil die einfach noch top aussieht und weil es uns gut gefällt. Das waren die Veränderungen. Bei Max im Zimmer wird die Wand, die blau ist, nur noch mal so ein bisschen ausgebessert. So wie hier überall ausgebessert wurde. Auch die weißen Wände wurden zum Teil, also hier gerade in der Küche, wurde auch noch mal ein bisschen drüber gestrichen, weil da einige Sachen schon ein bisschen vergilbt waren. Ist ja in der Küche auch nicht ungewöhnlich. Oder so Bohrlöcher waren. Und bei Max an der blauen Wand sind auch so ein paar Stellen, die gemacht werden müssen. Aber das hier ist mein Highlight, ne? Noch mehr als das Roségold. Ich finde diese hellblaue, graue Wand echt total schön. Und wer hat ausgesucht? Ich. Der Papi hat gesagt, er würde ja so gerne blaue Wand in der Küche haben. Da habe ich gesagt, naja, blau, das wirkt immer so kalt. Und dann habe ich die Farbe gesehen und dachte mir, das wäre doch ein Kompromiss. Und dann haben wir uns beide sofort drin verliebt. Ja, und jetzt haben wir diese blaue Wand. Also sie ist echt schön, finde ich. Sieht toll aus. Ich stehe eh auf Babyblau. Vielleicht liegt es daran, dass ich zwei Jungs habe, beziehungsweise ja drei mit meinem Mann zusammen. Oh Gott. Das ist wirklich, deshalb muss ich ein bisschen rosa hier in die Wohnung noch bringen, weil außer bei der Wand auf dem Flur, das muss nicht sein. So, ich flitze jetzt wieder rüber in unsere alte Wohnung, packe weiter Kisten. Meine Schwiegermutter ist da wieder am Werkeln. Die nimmt hier schon meinen halben Kleiderschrank auseinander, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und ja, vielleicht melde ich mich später nochmal, aber es wird ja eh ein Mini-Vlog. Also gucken wir mal. Could I taste them for real? Longing for you, longing for you. Oh, but I can't get back. What can I do, what can I do? When your dream is gone. I don't wanna go back, back. Don't wanna go back. If you are not with me, hey dear, read me, go back. Bei 6 Kisten Umzug, nur mein Kleiderschrank und er ist immer noch nicht leer. Ich brauche jetzt gerade mal eine kurze Pause, weil sonst drehe ich hier echt am Rad. Ich kann nicht mehr. Es ist wirklich, ich habe das ein bisschen unterschätzt, wie anstrengend ein Umzug ist. Beziehungsweise ein Umzug ist mit einer fast 4-köpfigen Familie. Ich dachte so, wir haben eine kleine Wohnung, wir haben ja nicht so viel. Doch, wir haben viel. Vor allen Dingen hat die Mutti viel. Die hat nämlich richtig viel.
Oh mein Gott, ich habe wirklich so viele Sachen in meinem Schrank gehabt. Ich habe noch so ein Retro-Ding gefunden, so eine Erinnerung, so ein Memory. Kann ich auch nicht wegschmeißen. Ich werde es nie wieder anziehen, aber ich kann es nicht wegschmeißen. Mein Abi-Shirt. Abi 05 drauf. Abi 2005. Und hinten stehen noch so die Namen, die zeige ich euch jetzt natürlich nicht. Das habe ich auch gehabt. Das kann ich auch nicht wegschmeißen. Das ist so wie so eine Erinnerungsgeschichte. Ich habe ja auch noch so eine Kiste, die habe ich auch gefunden aus meiner Teenie-Zeit. Da sind noch so Bilder von meinen alten Partnern drin. Partnern, Freunden und wie auch immer. Liebesbriefe. Das kann man auch nicht wegschmeißen. Und das wird wahrscheinlich dazu kommen. Ja, ich bin jedenfalls Cappuccino. Da hinten ist wirklich Chaos. Also ihr seht, da wird auch noch Wäsche parallel getrocknet. Und parallel wird das ganze Zimmer von Maxi auseinandergeräumt. Ich hoffe, dass wir heute Abend so ein bisschen das Chaos beseitigen können, dass wir da wirklich die Kisten alle auf einen Haufen stellen können, dass wirklich alles so ein bisschen strukturiert ist und nicht da mal was steht und da was steht, dann kriege ich echt die Krise. Meine Schwiegermutter holt gerade Maxien aus dem Kindergarten ab. Bin ich auch echt dankbar, dass sie das machen kann, weil ja, das einfach mir Zeit erspart. Zeit, die ich jetzt hier auf der Couch sitze, aber die paar Minuten brauche ich jetzt einfach. Und sie ihn halt auch ein bisschen bespaßen kann, ne? Weil er flitzt natürlich hier die ganze Zeit rum und findet das mega spannend für ihn. Es ist ja ein riesiger Actionspielplatz gerade. Und ja, dann werden wir ein bisschen Kaffee trinken. Und ich hoffe, dass ich heute Abend ein bisschen die Beine hochlegen kann, dass ich diesen Vlog auch noch schneiden kann heute Abend. Und an dieser Stelle beende ich jetzt den Vlog. Ich habe ja gesagt, das wird so ein Mini-Vlog werden. Einfach, dass ihr mal seht, was wir hier so anstellen und dass wir uns mal kurz melden. Und ja, die nächsten Vlogs wird es aus der neuen Wohnung geben und die nächsten Videos grundsätzlich aus der neuen Wohnung. Und ich nehme euch auf jeden Fall mit, wenn die Wohnung so halbwegs eingerichtet ist, dann werde ich euch schon mal so ein bisschen was zeigen, auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe natürlich, ihr seid dabei. Dann passt auf euch auf, fühlt euch feste gedrückt und abgeknutscht und bis bald. Mua.